Sofort, das geht ab. George ist am Start mit einem neuen WW. Salve, Freunde, und in diesem Video werde ich meinen Arsch verkaufen für die neue Sniper in Call of Duty World War II. Sie ist jetzt nicht mehr wirklich sehr neu, weil sie ist schon seit 4-5 Wochen oder sowas draußen. Aber ich fand sie wirklich krass, als ich sie auf einem Abonnenten-Account gezockt habe. Deshalb dachte ich mir, dass ich mir jetzt diese Sniper hier freischalten werde und danach natürlich noch mit dieser Sniper eine kleine Challenge aufnehmen werde. Da werde ich euch wieder gleich auf Instagram nach Challenges fragen, mir dann da eine rauspicken und die machen wir dann noch auf entspannt. Ich hoffe, ihr habt Bock auf das Video, lasst gerne einen fetten Daumen nach oben da. Und ich würde sagen, wir schalten jetzt mal die Sniper frei. Wo ist er? M2 Karabiner? Nicht. Typ 38, das ist sie, die Hydra. Und sie kostet extremst viel. 9000, 8000, 900.000. Digga, das ist arschteuer. Ich zeige es euch mal ganz kurz. 23.000 Credit. Ich werde meinen Arsch hinhalten müssen für diese Scheißwaffe. Aber das ist uns jetzt egal. Wir schalten diese Dreckswaffe jetzt hier frei. Ich werde absolut broke sein. Nie wieder irgendeinen Auftrag machen können. Irgendeine andere Scheiße machen können. Aber nun ja, Freunde, was tut man nicht alles für diese Sniper, weil die ist wirklich, wirklich sehr, sehr geil. Und da habe ich jetzt wirklich echt Bock, die zu zocken. Ich würde sagen, ich mache auch schon schnell die Insta-Story hier. Ich nehme gerade hier ein Video auf und ich brauche von euch eine Challenge zu einer Sniper. Haut mir also eine Sniper-Challenge in Call of Duty World War II raus. Jetzt ganz schnell, 2-3 Minuten. Videos werden natürlich bevorzugt. 3 Tage später. Wir gucken natürlich nach Video-Challenges, das wäre natürlich episch. Crazy Boy hat ein Video geschickt, das gucken wir uns direkt mal hier an. Moin John, du brauchst ja eine Sniper-Klasse. Spiel doch einfach mal die K98K mit Vollmantelgeschoss und 4-mal Optik. Ja, das war's. Vielleicht reißt ja was. Erstmal korrekt, Crazy Boy, für dein Video. Vielen lieben Dank. Aber ja, wir müssen die Hydra spielen. Wir haben keine Aufsätze. Wir brauchen irgendeine Challenge. Ich hoffe mal, dass jetzt hier irgendwelche weiteren Videos vielleicht eingesendet worden sind. Kann gerade kein Video aufnehmen, bin bei der Arbeit, Safety First, hoffe, das ist Triple Colette, 3-mal in einem Spiel. Bruder, schnelles Challenge, Triple Colette, Digga, das ist wie Lotto, das kann man mal in der ersten Runde passieren, manchmal aber auch in der 100. Runde. Ein Foto gesendet, was ist das? Versucht damit Falschmega und Rumpfkante zu erspielen. Das ist eigentlich eine coole Challenge, aber Falschmega ist schon schwer, ne? Mit Sniper Falschmega kann ich auch gut gerne mal 3 Stunden sitzen. Aber das behalten wir uns mal kurz im Hinterkopf. Wir gucken mal, ob es hier noch irgendwelche anderen Dings gibt. Nur No-Scope. Kommt noch was Neues rein? Ne, kommt nichts Neues rein. Ich würde sagen, hier, Görke macht noch eine Challenge für mich. Was ist das hier? Sniper ohne Gebirge und dazu noch höchste Streak erreichen. Bruder, nö. Gut, ich würde sagen, dann müssen wir jetzt mit dieser Klasse hier ein paar Fallschirmjägerchen in Call of Duty World War II erspielen. Ich denke, das wird ziemlich schwer. Drückt mir die Daumen in echt und auf dem Video jetzt endlich. Oh, geil. Sorry, dass ich jetzt hier gerade so gammel, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht. Kollege? Ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, wie ich das anders hier schaffen soll. Ich muss gerade einfach ein bisschen campen. Zack. Das läuft gerade nämlich ziemlich gut. Wir sind auf einem guten Weg gerade. Nein. Lass mich in Frieden. Oh nein, der Spawn ist geflippt. Die Gegner sind auf... Und tot. Der Quickscope. Der Quickscope der Vergeltung. Aber die Gegner sind jetzt auf A. Und die wollen jetzt hier meinen Arsch. Wir dürfen, wie gesagt, einen Kill machen mit der Secondary. Hardscope, sein Onkel tot. Dicker Stun-Granate. Nate, ich muss raus. Lauf, John. Weg einen dicken Arsch. Komm, 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 komm. Rein in das Fenster hier. Oh. Uff. Zack. 3 noch. Lauf. 10 Kills, 10er Streak. 2 noch bis zu den Falschmägerchen. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Oh, hinten Maka. Oh, nein, Digga, mach doch nicht so Stress, Digga, tschüss. Cool down, Bro. Scheiß mich an, Mann. Ich fühle mich gerade richtig unconfident. Gar nicht gut. Hinter mir sind wieder welche. Auf C sind die, ich weiß nicht. Moin, einer noch, komm, das kriegen wir hin. Nein, komm, so ein dreckiger Hardscope jetzt. Nein, Hitmarker. Und tot. Und tot, einer pusht mich, Pistole raus. Pistole raus. Pistole raus. Alles oder nichts. Du! Mit Schnellfeuer, guckt euch an, wie One-Shot ist.
1 vor. Lieber Gott im Himmel, Mann. Ja gut, das war dann wahrscheinlich so ein bisschen die Bestrafung fürs Campen. Aber ich weiß nicht, wie ich das sonst erspielen soll, Mann. Ich weiß es nicht, ohne Scheiß. Wir probieren es einfach mal auf Shipment. Na, herzlichen Glückwunsch. Boah, 3 Kills noch. LOL. Was? Ui, ui, ui. Wo gehen wir jetzt lang, ist die Frage. Ich trau mich hier nicht weg, wenn ich ehrlich bin. Mörserschlag. Nein. Lauf rein. Ui. Ich würde fast sagen, dass wenn ich die Challenge nicht schaffe, dass ich dann aus als Entschädigung ein paar Kisten aufmache. Eigentlich ergibt es keinen Sinn, oder? Ich würde sagen, wenn ich es schaffe, mache ich hier noch 3 Kisten, 4 Kisten, 5 Kisten. Ich werde eh alle Kisten aufmachen. Mache ich ein paar Kisten auf. Und wenn ich es nicht schaffe, in diesem Video jetzt, der nächsten halben Stunde, weil wir haben keine Zeit mehr, dann schreibt ihr mir eine Bestrafung in die Kommentare. Leck mich am Arsch. Ich suche mir aber eine aus. Kein Top-Comment oder sowas. Ich suche mir die softeste Bestrafung raus. Hui. Hui. Nein. Dort wie Tupac. Üff. Üff, wichtiger Kill. Hier snipe einer. Üff. 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 10er Streak. Ah, erstmal die Halbzeit retten. Erstmal die Halbzeit retten. Ich challenge gar nichts mehr. Dünnschiss wieder mal. 2 vor. Komm, Alter. Lass jetzt die scheiß Fallschmiege hier klar machen. Aber es ist wieder die Halbzeit, ne? Die nimmt wieder aus dem Rhythmus raus. Jetzt werden natürlich wieder die ganzen Sniper sich positionieren, in die Headglitches gehen, Hardscopen. Ja, ja. Was? Ah, dreimal auf den Tisch klopfen. Komm schon, Alter. Das schaffen wir jetzt. Das schaffen wir jetzt. Ich werde mich irgendwo schön vercampen. Ich glaube, hier oben ins Fensterchen rein. Ich habe Angst. Oh, 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 Pech ging an der Stelle dann wieder auch nicht. Ein Kill davor waren wir, glaube ich. Und ich gebe einen Hitmarker in seinen Brust, Digga. Das war so geil. Vor allem, es war diesmal echt nicht so gammelig erspielt wie davor. Wo ich irgendwie die ganze Zeit nur im Headglitch, im Hardscope irgendwo gegammelt habe. Sondern es war echt teilweise offensiv erspielt mit ganz halbwegs coolen Quickscopes. Das ist echt eine stabile Runde. Ah, ich finde, ich hätte es da verdient gehabt. Aber nun ja, wir machen noch ein bisschen weiter. Viertelstunde habe ich noch. Oh, wieder er. Komm, wir können es noch machen eigentlich hier in der Runde. Müssen jetzt zwar absolut auf die Tube drücken. Aber es ist vom Ding nachher noch machbar. Komm. Ja, und bup. Widerstandsdivision. Wie kann man denn so schlecht sein? Ohne Scheiß. Er weiß doch genau, wo ich bin. Hä? Keine Ahnung. Egal. Wieder der Widerstandsmongo. Er schon wieder. Ich schwör, der Typ, ne? Was spielt der? Spielt der Juggernaut im ganzen Mal? Hä? Er nimmt jedes Mal den Hitmarker. Komm, letzter Versuch jetzt. 158 Punkte sind gemacht. Wir müssen uns absolut beeilen.
Oh, der war risky, der Hardscope. Oh Gott. Oh Gott, wir können es echt noch schaffen. Oh, lieber Gott. Was war das gerade für ein Turn-on? Oh, lieber Gott, was war das für ein Turn-on? Shotgun. Ja, tot. Wieder Ian. Mann, Alter. Egal, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Mir hat es auf jeden Fall extrem viel Spaß gemacht. Danke an die ganzen Challenges, Einsendungen und so weiter und so fort. Hier ist übrigens auch gerade einer mit RQ noch in der Lobby drin. Grüße gehen da schon raus an Demir. Fühl dich gedrückt, mein Bester. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt mir jetzt so eine kleine Bestrafung in die Kommentare. Dann mache ich die irgendwie am Anfang vom nächsten Video. Däumchen da lassen, Abo. Ich bin der Schatz raus. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und rein. Ciao. Ciao. Pschuh.